bin für euch auf die IFA gefahren, um die neuesten Techniktrends zu erkunden. Und ja, die große Überschrift ist Smart Home bzw. künstliche Intelligenz. Wie das aussehen kann, lassen wir uns überraschen. Und wenn es um automatisches Kochen, Kochunterstützung geht, macht es natürlich Sinn, wenn wir uns das Ganze nicht alleine anschauen, sondern wenn wir hier nochmal professionelle Hilfe bekommen. Und dafür habe ich mir eingeladen den Carsten. Carsten kennt ihr schon aus unseren Kochvideos. Hallo. Und wir machen uns jetzt auf den Weg und lasst euch verzaubern von den Technik-Highlights und bei diesem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und eine gute Küche gehören natürlich auch gute, intelligente Geräte. Und dafür bin ich mit Carsten für euch auf die IFA nach Berlin gefahren. Und wir werden uns hier die Hausgerätehersteller anschauen, was es für neue Innovationen für uns gibt, für eure Küche gibt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Messe-Highlight. Genau. Hey, sind wir gerade am Bosch-Stand hier angekommen, Carsten. Ja. Und jetzt wird gleich dein Kochherz höher schlagen, hoffe ich. Ja. Denn wir haben hier am Eingang, haben wir bekommen, einen Brokkoli. Ein Straußblumen. Wir haben Brokkoli bekommen. Was macht man mit Brokkoli? In der Zimmer? Dämpfen, kochen, grillen, roh essen. Bin gespannt. Wir sind beim Dämpfen. Wunderbar. Denn wir haben hier einen Dampfbackofen Serie 8. Und der ist ja jetzt nicht unbedingt neu. Okay. Und dieser Dampfbackofen hat zusätzlich noch eine Kamera eingebaut. Oh. Und ja, vom letzten Messevideo kennt ihr ja schon, dass die Kamera einen quasi Bräunungssensor hat. Quasi stell die Pizza, also leg meine Pizza rein und sag, in welchem Bräunungsgrad ich sie haben möchte. Beziehungsweise Brötchen, Brot, ne, wie das gebräunt sein soll. Jetzt haben wir hier aber einen Sensor. Also die Kamera wurde erweitert. Und zwar hat die Kamera einen eine Gargut-Erkennung, eine Speiseerkennung. Und das testen wir jetzt einfach mal aus. Bin ich sehr gespannt. Also ich habe es auch noch nicht getestet. Wir machen das jetzt mal. Wir haben den hier in die Hand bekommen. Wir holen das mal raus. Wir haben den Behälter hier gelocht. Ist ja klar, Gemüse machen einen gelochten Behälter. Ja. Schieben das ein. Tür zu und schalten das Ganze ein. Und dann werden wir mal sehen, was hier passiert. Okay, er erkennt den Brokkoli. Sensationell. Er fragt dich ja auch noch was. Das weiß mancher Lehrling nicht, was das ist. Echt? Die Maschine weiß, dass es Brokkoli ist. Kompliment. Das ist nicht dein Ernst? Doch, gibt's. Es gibt Lehrlinge als Die wissen Koch? Nicht, was Brokkoli ist. Okay. Das gibt es. Okay, na gut. Also empfehlen wir diese Geräte für die Gastronomie. Für die Lehrlingsausbildung. Mein Spaß beiseite. Also das Gerät hat, wir haben nur eingeschalten. Ja. Gerät erkennt den Brokkoli. Und fragt uns jetzt, frisch oder gefroren? In dem Fall natürlich frisch. Das war natürlich ein frischer, weil man ja sonst nicht halten können. Frisch. Und jetzt wollen wir ihn dämpfen oder wollen wir ihn geröstet? Wir hatten ja vorher schon gesagt, wir wollen ihn dämpfen. Dämpfen wir ihn. Dann dämpfen wir ihn. Weiter. 105 Grad ist übrigens ein Novum bei der BSH, denn die BSH kann dämpfen bis 120 Grad. Mhm. Hat den Vorteil, dass das Ganze natürlich auch schneller geht. Also die Laufzeit wird dadurch natürlich verkürzt. Und wenn wir jetzt sehen, unser großer Brokkoli, der soll dann in 8 Minuten fertig sein. Ja. Das ist schon ein super Zeitansatz. Was sagst du? Ja, das klingt nach bissfest. Also das Gemüse wird, denke ich, wunderbar bissfest sein. Die Farbe wird erhalten bleiben. Es ist eine gute Garzeit und auch, dass die Temperatur über 100 Grad ist. Das ist im Grunde genommen das Prinzip, wenn man dämpft, klassisch im Topf und macht den Deckel drauf, dann erhöht man auch die Temperatur. Hier weiß man, es sind 105 Grad. Übrigens, Klasse. Der Carsten, also wir mussten ein Stück Weg laufen vom Eingang bis hierher. Carsten hat seinen Kaffee nämlich schon ausgetrunken. Man kann dann mit der Tasse hier so rumwedeln. Ich hänge noch ein bisschen hinterher. Wir aktivieren das Ganze. Kamera aktiv. Kamera ist aktiv. Ah, jetzt sehen wir, wie die Temperatur hochgeht und bis dann die 105 Grad erreicht sind. Was jetzt wichtig ist bei diesem Gerät, habe ich mich nämlich schon vorinformiert, wer im letzten Jahr ein Gerät gekauft hat mit Kamera,
braucht sich jetzt nicht ärgern, denn wenn er das Ganze über die Home Connect mit dem WLAN verbunden hat, bekommt er regelmäßig seine Updates und Bosch stellt dieses Kamera-Update den Kunden kostenfrei zur Verfügung, die schon hier diese Kamera am Gerät drin haben. Finde ich sensationell, finde ich einen super Mehrwert und macht das Kochen natürlich sehr einfach. Ja. Aktuell hat Bosch hier nicht nur den Brokkoli, den es erkennt, sondern insgesamt 8 Gerichte, die Gerichterkennung hier erfassen kann. Finde ich für einen Start richtig gut. Aber Thema Kochen und Kochunterstützung habe ich noch was anderes. Bin ich gespannt. Lass uns mal hier rüber gehen. Bevor ich das Kochfeld zeige, was für dich, glaube ich, total interessant ist, weil ich finde es interessant, ein Großteil unserer Kunden wollen auch mittlerweile diese Funktion haben. Aber bevor wir das machen, wie findest du jetzt den Backofen mit der Gerichtserkennung? Ja, finde ich richtig gut. Also man sieht das Produkt und der Backofen erkennt das Produkt und gibt mir Vorschläge, wie es zubereitet wird und orientiert sich an meinem Wunsch und fängt dann automatisch an und bringt den optimalen Garpunkt zustande, die optimale Farbe. Also das ist sicherlich für Leute, die keine Profiköche sind, die ab und zu mal kochen, ist das eine große Hilfe, eine große Unterstützung, eine Erleichterung, auch eine Effizienz. Ich kann nebenbei immer noch was anderes machen und kann mich auf das Gerät verlassen. Das ist gut. Also wir hatten ja zwar jetzt mit einer anderen Marke, Automatikprogramme getestet. Ja. Ne? Und da war halt ja auch die Effizienz des Gerätes ja richtig, richtig gut. Ja. Ne? Und das ist natürlich eine geniale Unterstützung. Na? Und man hat es dort halt zu Hause doch recht einfach und kann sich wirklich auf andere Dinge konzentrieren. Ganz genau, das ist das Thema. Das ist wunderbar. Genau. Jetzt geht es aber wieder an das praktische Kochen. Ja. Na, gehen wir mal ein Stück weit weg von der Automatik, aber wir haben ja trotzdem eine Automatik verbaut. Ja. Denn wir haben hier, ich mache das Ganze mal an, das ist nämlich letztes Jahr vorgestellt worden und ich glaube, bei dem einen oder anderen Kunden noch gar nicht so richtig angekommen. Okay. Denn die neuen Bratsensoren bei der BSH kriegst du auch bei Neff oder Siemens. Kochzone aktivieren. In dem Fall hat diese Zone den Bratsensor aktivieren. Und jetzt haben wir Temperatur. Das heißt, wir haben hier Temperaturkochen. Das ist... Und Temperaturkochen heißt jetzt in dem Fall, wir gehen in 10er Schritten von 70 auf 80, auf 90, okay, auf 100, auf 110, auf 120. 120. Ja. Also von 70 bis 120 in 10er Schritten. Jawohl. Und dann gehen wir in 20er Schritten bis 220 Grad. Wunderbar. Das ist sprachlos. Ja, das ist sprachlos. Ja, ich erinnere mich, dass ich erst vor kurzem ein Karamell in der Pfanne habe wieder anbrennen lassen. Ja. Weil ich nicht ganz aufmerksam war, auch natürlich die Flamme. Der Herd zu heiß eingestellt war. Hier kann ich mir gezielt die Temperatur einstellen. Der Zucker wird langsam schmelzen bei meiner gewünschten Temperatur, ca. 130 bis 140 Grad. Das dauert einen Moment, aber ich kann mich darauf verlassen und kann selber das regulieren und sehen und zugucken dabei und das geht automatisch und bei der richtigen Temperatur. Nüsse rösten in der Pfanne, was ja viele Leute auch zu Hause machen, frische Nüsse rösten für Müsli etc., dafür wunderbar geeignet. Ich überhitze einfach die Pfanne nicht. Ich probiere es ein, zwei Mal, dann kenne ich die Temperatur und dann läuft es automatisch. Sesam, auch Couscous vorher anrösten, bevor ich ihn zubereite. Eine wunderbare Geschichte. Also würde ich mir sofort zulegen, weil wie oft ist mir schon was angebrannt oder karamellisiert, einfach also weil es den Moment verpasst hat. Welchen Küchenhändler du dich wenden kannst? Meines Vertrauens. Genau. Jetzt aber noch eine kleine Ergänzung. Ja. Wir haben jetzt hier in der Ausstellung im Kochfeld, wo nur eine Zone den Bratsensor hat. Könnte im Regelfall ja auch reichen. Aber es gibt Kochfelder, die haben die sogenannten Flexzonen. Da hat die Flexzone, die ist ja geteilt in zwei Kochzonen, hat jede Kochzone den Bratsensor, also hast du schon zwei. Ja, das ist gut. Und wenn du jetzt dich für ein Gerät entscheidest, was insgesamt 4 Flexzonen hat, hast du 4-mal Temperaturkochen. Perfekt. Also das ist schon Profi-Kochen. Sensationell. Ich bin flexibel. Ja, das ist und richtig gut. Noch ein, wie das Ganze funktioniert, weil es wird ja der eine oder andere sagen, ja, Moment mal, Nüsse, okay, die sind raumtemperiert, alles gut. Aber was ist, wenn ich jetzt hier ein kaltes Stück Fleisch reinnehme, einen kalten Fisch, senkt ja erstmal die Pfanne ihre Temperatur. Ah, ja, kennt's. So, und jetzt kommt's.
Das ist vergleichbar wie der Tempomat beim Autofahren, der ja auch erkennt, ich fahre bergab oder ich fahre berghoch. Okay. Ne? Dasselbe funktioniert hier, das ist gut. Dass der Sensor erkennt, okay, die Pfanne wird kühler oder die Pfanne wird extrem heißer und passt dann dementsprechend die Leistung an, dass die Temperatur immer konstant bleibt. Richtig gut. Allzu oft passiert es ja, dass man in die kalte Pfanne das Fleisch einlegt oder das Gemüse. Also es heißt ja immer oft heiß anbraten oder zumindest bei einer guten Temperatur Fleisch, Gemüse etc. anbraten. Wenn die Pfanne dann doch zu kalt ist, erhitzt sie sich deutlich schneller, als ich das zu Hause selber regulieren kann. Ist natürlich wunderbar. Cool, also ich merke, du bist ist es wirklich Feuer und Flamme. Möglicherweise haben hier auch Profis mit dran gearbeitet, die das wissen, also die aus dem eigenen beruflichen Hintergrund hier mit dran gewirkt haben. Weil das sind wirklich Dinge, die man als Koch oder auch als Profikoch tagtäglich erlebt und auch selber damit im Umgang Probleme hat oder was eben immer mal wieder auch passiert. Also man muss ja dazu sagen, dass die BSH auch bei Backöfen, wo man ja Temperaturen ja kennen, bis zu einer bestimmten Temperatur wirklich in einer Schritten geht im Backofen und erst ab den höheren Temperaturen dann auch wieder größere Schritte anbietet. Abstände, ja. Also man kann dort halt wirklich dann gerade in den niedrigeren Temperaturen sehr genau arbeiten. Wunderbar. Selbes haben wir jetzt hier beim Kochen. Ja. Und ja, mir hat ein Kunde in der Beratung gesagt, dass eigentlich für ihn das Kochen mit Temperatur das sinnvollere Kochen ist, als Kochen mit Stufen, mit Leistungsstufen. Ja, das ist auch so. Also wir Köche arbeiten mit Temperaturen. Also Geräte, die mir eine Stufe vorgeben oder ein Schalter mit Stufen, da muss ich ja immer erst mal gucken, was ist denn das, was hinterliegt der Stufe für eine was Temperatur? Passiert was passiert da eigentlich? Also die Temperatur ist das eigentlich Entscheidende, das Wichtige. Also ist auch logisch eigentlich. Also wunderbar. Kochfeld mit Temperatur. Ja, wir schauen jetzt auf den Stand, was Bosch noch zu bieten hat. Gerne. Und gehen einfach mal hier um die Ecke. Gerne. Tasse vergessen? Ja, ist dabei. Schau mal hier. 38 dB Spülmaschine. Das ist ein Bosch-Gerät. Ja. Du hast auch eine offene Wohnküche. Thema Lautstärke Geschirrspüler. Läuft mindestens einmal am Tag. Ja. Wir haben eine große Familie. Ist ein großes Thema. Der läuft sehr leise bei uns auch. Genau. Ja, standardmäßig sind ja die Geräte eher immer so um die 42, 41, gibt Geräte 39, aber 38 ist jetzt ja schon eine Ansage, weil man darf ja nicht vergessen, man hat ja ein Wassergeräusch im Spüler drin. Ganz genau, das hört man auch. Und das halt runterzudämmen, finde ich cool. Genau. Lass uns mal gucken, was hier noch alles ausgestellt ist. Wunderbar. Herr Carsten, bei den Geschirrspülern wie auch bei den Kühlgeräten war ja das Thema Energieeffizienzklassen, die wurden ja geändert vor ein paar Jahren. Ja. Und jetzt sind wir bei den Geschirrspüler. Bei den Geschirrspülern schon so weit runter, dass wir schon jetzt nach der kurzen Zeit die Hersteller, sieht man ja hier wunderbar, uns schon hier wieder Energieeffizienzklasse A zur Verfügung stellen. Mhm. Und mich würde mal interessieren, wie die das machen und würde da einfach mal gerne reingucken. Gerne. Apropos Geschirrspüler, bist du Team Besteckkorb oder Besteckschublade? Besteckschublade, unbedingt. Besteckschublade, also ist das dein Gerät? Das ist mein Gerät, ganz genau. Ich habe hier einen Korb drin, dann nehme ich das, weil ich bin eher Team Korb. Aber wir gucken mal, was denn hier uns so erwartet. Also Besteckschublade ist klar. Ansonsten haben wir einen klassischen Korbaufbau, wie wir das schon kennen. Und was ist jetzt? Ich habe was gesehen. Wir können das ja mal kurz rausnehmen. Genau. Ich mopste die jetzt mal. Schau, hier oben ist nicht mehr ein reiner starrer Arm drin, der sprüht, sondern wir haben hier einen der Propeller, sich dreht. Der sich dreht und dadurch wird natürlich dann die Energieeffizienz mit bewertet. Unter anderem natürlich, wenn wir mit niedrigen Temperaturen arbeiten, eine höhere Verwirbelung, wird das dann einfach sauberer. Und das ist natürlich eine clevere Lösung. Ich kenne das schon von anderen Geräten, die das früher schon mal hatten mit den Propeller. Wird natürlich das Geschirr deutlich sauberer, als wenn das einfach so ganz runterkommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Thema für die Lautstärke ist. Ja. Ja, für euch in der Familie oder auch in der Gastro, der Geschirrspüler ist dafür da, dass natürlich schnell sauber. Schnell, effizient das Geschirr gereinigt wird. Natürlich in der Gastro geht das viel schneller. Ja. Die Programme sind 2 bis 3 Minuten, aber auch immer mit Spülarmen. Kleiner Tipp am Rande, die sollten auch regelmäßig kontrolliert werden und gereinigt werden.
Dort setzt sich schnell was zu, auch im Spülsieb unten. Ist ganz wichtig, regelmäßig mal reingucken und auch mal durchspülen. Ja, das dadurch steht ja in der Beschreibung auch zu. Sollte man aber wirklich machen. Sollte man wirklich regelmäßig machen. Apropos Sauberkeit. Ich habe mir sagen lassen, dass es im Internet Videos gibt, wo Hausfrauen, Hausmänner diesen schwarzen Gummi entfernen und in Seifenlauge oder in Spülmittellauge sauber machen. Okay. Und dann wieder einsetzen. Das Problem ist, wer das tut, schadet seinem Geschirrspüler, denn dieser Gummi wird mit einem Roboter in das Gerät eingebracht, wo der Roboter weiß, wo genau entsprechende Druck- und Zugpunkte sind, um hier die Dichtigkeit zu gewährleisten. Und ja, wenn man das rausnimmt, diesen Gummi, um den halt dann irgendwie sauber zu machen und wieder einsetzt, läuft man Gefahr oder man wird definitiv diesen Gummi falsch einsetzen und das Gerät ist nicht mehr dicht. Und wenn ein Geschirrspüler nicht mehr dicht ist, was passiert? Wir arbeiten ja auch mit Dampf, ne? Ja, Temperatur. Wir haben um das Gerät dann Quellschäden. Also hier auch ein Tipp. Energieverlust. Und also ich bin ein technischer Laie und ich habe mir abgewöhnt, an technischen Geräten überhaupt einzugreifen. Auch in der Gastro ist es so, dass wir uns angewöhnt haben, regelmäßig die Gummis zu reinigen, auch hier zu reinigen und auch ganz wichtig, diesen Rand zu reinigen. Weil so bleibt das Geschirr natürlich auch sauber. Ja. Das ist ganz wichtig. Bei den BSH-Geräten immer wieder die Leisten, weil sonst habt ihr bei BSH nur zwei Punkte, um das Gerät am Korpus rechts und links zu fixieren. Hier mit den Leisten habt ihr ja dann vier Punkte, also somit steht das Gerät deutlich sicherer und die Nische wird dann auch komplett so gehalten, wie sie sein soll. Ist dann eher ein Einbauthema, aber sehr, sehr wichtig, sehr, sehr hilfreich. Und lass uns nochmal in den Spüler reingucken. Denn ich bin ja Team Korb. Team Korb. Jetzt gibt es hier das Zubehörteil, den Flaschenhalter. Wichtig, ist sehr gut. Ihr habt ja auch Kinder in der Familie. Wir arbeiten viel mit Flaschen, auch mit den Wasserflaschen. Das ist ein ganz wichtiges Teil. Könnte bei uns sogar zwei davon geben. macht das Ganze sicherer, auch vor allen Dingen, wenn Gläser mit daneben stehen. Ja. Wenn die Flasche umfällt und auf das Glas. Naja, da ihr ja eher Team Schublade seid, habt ihr ja den Platz für den zweiten. Ganz genau. So, und dann wissen die wenigsten, dass ihr bei der BSH die dritte die ist ja schon Messe gebeutelt, dass ihr hier die dritte Beladungsebene habt, wo man nochmal zusätzlich kleine Schüsseln, Tassen etc. reinpackt. Deckel auch, ne? Deckel und sowas. Ja. Also wer halt sich für den Korb entscheidet, hat dann die Möglichkeit, weil die Aufnahmen sind ja im Gerät meistens drin, hat die Möglichkeit, hier mit der dritten Beladungsebene zu arbeiten. Okay. Ja, und wenn ihr mehr über das Thema Geschirrspüler wissen wollt von der BSH, da gab es ja letztes Jahr ganz viel Neues. Da haben wir ein Video. Das verlinken wir euch über die Infokarte und natürlich unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch im Nachgang auch das Geschirrspüler-Video nochmal anschauen, wo es ganz viele hilfreiche Innovationen gibt. Apropos Innovation, da hinten habe ich schon gesehen, ist eine App. Und da gucken wir mal an, was die App macht. Das ist sehr interessant. Tasse und los geht's. Wunderbar. Jetzt haben wir hier die App. Und die App, ich komme mal hier rüber. Ja. Funktion Smart Start. Ihr habt auf dem Haus noch keine PV-Anlage. Noch keine, aber ist geplant. Ist geplant, aber ihr habt einen dynamischen Stromtarif. So sieht es aus. Was ist der Vorteil eines dynamischen Stromtarifs? Ja, er passt sich an den Stromverbrauch an und ich kann natürlich meinen Stromverbrauch an den Tarif anpassen und meine Geräte danach steuern. So, wäre das jetzt schlau, wenn das Gerät sich selber steuert nach dem Strompreis? Auch, ja. Wäre sinnvoll, ne? Ja. Genau das macht Smart Start. Genau das macht Smart Start, dass hier ihr euer Gerät programmieren könnt auf euren flexiblen Strompreis oder beziehungsweise alternativ auf die Stromlast. Also wenn viel Strom anliegt, der nicht abgenommen werden kann, gibt es natürlich auch günstigere Preise. Da kann man das natürlich auch so einstellen. Die App gibt euch das vor, die wird permanent aktualisiert, was hier Sinn macht an der Stelle. Und das ist ja meiner Meinung nach die Zukunft. Ganz genau. Und ja, wird im Thema Haushalt immer interessanter. Und ja, da wir über Energieeffizienz vor uns gesprochen haben, kann man das Ganze hier nochmal. Für uns ist das Thema demnächst.
ganz wichtig. Dann lass uns einfach mal schauen, was es hier auf der IFA noch alles gibt, ja, zu entdecken, was ja du als Hausmann, wie du das beurteilst, ganz gut. Und natürlich haben wir ja den Vorteil als professioneller Koch, ja, wie du das eine oder andere siehst. Backöfen, Kochfelder, ja, haben wir ja schon gesehen, also ja, sensationell. Gibt es viele schöne neue Sachen. Ja, aber es gibt ja noch viel mehr hier zu entdecken. Los. Thorsten, schau mal. Ja. Kühlung ist ja Thema in der Gastronomie. Zunehmend, da ich eigentlich ja, immer schon. Aber da ich ja deine Küche kenne, weiß ich, dass Kühlung bei dir zu Hause ja auch ein Thema ist. Und ja, hier haben wir jetzt ein Standkühlgerät, ein French Door. Ich finde, ein sehr edles Design. Wunderbar, ja. Mal nicht schwarz. Bin ich ehrlich gesagt, gefällt mir in dem Grau deutlich besser, ja, wenn auch, ich ehrlich bin. Ja. Und ganz dezent, das wird die Kamera jetzt vielleicht gar nicht sehen, haben wir hier ein Display integriert in die Front. Also sehr minimalistisch, sehr schön. Aber es zählen ja beim Kühlgerät eigentlich die inneren Werte, nicht richtig, die äußeren. Aber gut zu wissen, trotzdem drauf zu schauen und zu sehen, wo steht er, passt das alles. Das ist, finde ich, gut, dass das außen dran ist. Ja, gefällt mir, das gefällt mir sehr gut. Glaube ich, hast alles sofort im Blick. Du hast, genau, ganz genau. Genau. Auch im Vorbeigehen ist noch alles so, wie es sein soll. Richtig, ja, genau. Weitergehen. Ja, es beruhigt das Gewissen. Gut. So, wir schauen mal rein. Wir haben hier ein Gerät, 85 cm breit. Ja. Ein French Door natürlich oben, wunderbar, riesiger, breiter Kühlraum. Das gefällt mir. Kühlraum, gefällt dir. Kannst du übersichtlich. Kannst deine Backfläche reinstellen. Ganz genau. Na? Und unten haben wir den Frost, der ist allerdings geteilt. Aber was ist in Deutschland ganz wichtig? Das Pizzafach. Das Pizzafach. Das für dich unverständlichste Fach auf dieser Welt. Ja, die Kinder mögen Pizza auch, aber ich backe sie eben selber. Du backst ja selber, klar. Aber wenn es schnell gehen muss, und das ist halt eben ja, in Deutschland nun mal nach wie vor das Tiefkühlgericht schlechthin. Nummer eins. Die Pizza und passt rein. Und jetzt muss ich mal sagen, zieh mal raus. Ja, geht wunderbar. Also, das können wir jetzt natürlich nicht darstellen, aber das ist ja mega. Ganz leicht. Also, die Führung ist ja sensationell. Ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann übrigens wunderbar in die Küche integriert werden. Also, ich kann Schränke drumherum bauen, muss keine großartigen Abstände hier berücksichtigen. Also, gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben die 0-Grad-Fächer drin. Und wirkt auch gut. Wir haben die Feuchtigkeitsregulierung, wie bei den Einbaugeräten. Also ich glaube, dieser Kühlschrank lässt keine Wünsche offen. Auch, man kann den gut und schnell reinigen. Die Flächen sind klar. Ja, das ist wunderbar. Wunderschöner Kühlschrank. Praktisch, auch nicht zu verspielt. Aber doch, ich weiß was. Mir fällt gerade was, während deiner Ausführung fällt mir gerade was ein. Das habe ich gesagt, lässt keine Wünsche offen. Doch. Wir haben ja keinen Getränkespender und somit auch keinen Eiswürfelspender. Aber dafür habe ich ja schon gesehen, wo wir hier reingelaufen sind, dass nebenan das passende Gerät steht. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, und jetzt haben wir hier das Gerät, was dann wahrscheinlich wirklich keine Wünsche offen lässt. Ja. Und zwar haben wir hier den Getränkespender. Wir haben hier den Eiswürfelspender. Auch das Crash-Eis ist hier da. Und wir schauen ganz einfach mal rein, würde ich sagen. Ja, wir haben hier ein Gerät mit Festwasseranschluss. Ganz klar. Und dann wird höchstwahrscheinlich das Gerät, gucken wir gleich noch rein, dann den Tank haben. Und ja, wir haben hier genauso French Door. Der ist ein Ticken breiter als der hier drüben. Müsste man dann direkt nochmal reinschauen. Wir werden das, glaube ich, in die Kommentare, ich habe jetzt meinen Zollstock nämlich nicht hier, nochmal mit reinschreiben, dann ins Video, wie breit der ist. Und ja, wir haben hier wieder die 0-Grad-Zone. Sehr schön, was sagst du mit dem Edelstahl, mit der Edelstahl? Wunderbar. Wirkt auch so, dass man das leicht reinigen kann. Eine wunderschöne Optik. Ja, es ist so eine Kühloptik durch das Edelstahl. Gefällt mir sehr gut. Ja. Sehr edel. Wir haben wieder hier die Kühlzone. Also finde ich sehr schön. Das ist jetzt eine Variante außen in Edelstahl und nebenan in Schwarzstahl. Ja, Kühlvolumen wird halt immer wichtiger, auch in Deutschland. Und ja, jetzt gucken wir einfach nochmal zur Vervollständigung hier rein. Jawohl. Genau, und hier haben wir jetzt den Wassertank, weil das ist ein Gerät mit Tank ohne Festwasseranschluss. Mhm. Weil das auch wichtig, wenn ihr solche Geräte mit Festwasseranschluss zu Hause installieren wollt, achtet darauf, dass die Geräte nicht zu weit wegstehen von dem Wasseranschluss. Das hat hygienische Hintergründe. Ja. Wenn das Gerät doch zu weit wegsteht, dann einfach auf die Tankvariante umschwenken
Klar muss man ab und zu mal den Tank wieder auffüllen, je nach Menge, was man zieht. Apropos Menge, ich habe hier gesehen auf dem Stand von Siemens, also quasi dem Schwesterstand von Bosch, gibt es eine Wand, die blenden wir jetzt einfach mal ein. Und zwar ist da die Eismenge abgebildet, was der Festwasseranschluss uns liefert. Und das finde ich sensationell. Welcher Kühlschrank ist dein Favorit? Der mit dem Festwasseranschluss ist schon mein Favorit. Und mit der Edelstahlwand hinten. Das ist also quasi ganz genau der hier. Die Variante, aber dann halt mit dem... Mit der Edelstahlwand. Mit der Edelstahlvariante, sehr cool. Ja. Aber es gibt ja nicht nur French Door, sondern es gibt ja auch die klassischen Kühl-Gefrier-Kombination, Eisstandgeräte. Die gucken wir uns auch nochmal an, weil da habe ich gesehen, da ist auch noch ein ganz tolles Highlight dabei. Gerne. Herr Carsten, bei den Geschirrspülern war ja das Thema Energieeffizienz. Ja. Energieeffizient haben wir jetzt auch hier, denn wir haben hier ein Gerät A-10%. Mhm. Und ja, wir haben ein klassisches Standgerät. Ja. Bei Standgeräten ist natürlich die Energieeffizienz immer besser zu erreichen als bei Einbaugeräten. Aha. Ja. Und Volumen haben wir gerade gesprochen. Ja. Lass uns mal reinschauen. Ja. Hat eine stattliche Höhe. Und wir haben alles drin, was im normalen Haushalt zu Hause reinpasst. Wir haben den Gefrierteil, wir haben die 0-Grad-Fächer, wir haben ganz normal die Ablagen, wir haben sogar einen Flaschenrack drin. Das ist wichtig. Auch immer ganz gut. Ganz genau. Auch von der Beleuchtung finde ich gut, dass die jetzt hier vorne sitzt. Ja. Nicht mehr hier, wo man sie zustellen Seite. Kann. Ständig zugestellt. Ist immer zugestellt, ja. Ne? Das ist das Thema. Mhm. Genau. Finde ich sensationell. Fällt mir auch sehr gut. Ja, und dann natürlich die Höhe behalten wir, aber wir gehen jetzt natürlich in die Breite. Also mehr. Haben wir wieder das größere Kühlvolumen. Ja. Und wer es richtig groß haben möchte, aber keinen Platz für einen French Door hat, der kann ja hier auch eine klassische Kühlkombi nehmen. Ja. Und das ist natürlich... Das ist schon klasse. Das ist ein Kühlschrank-Highlight, finde ich. Das ist Wahnsinn. Als Standgerät. Und auch wieder hier, klar, wir können jetzt die Tür relativ weit öffnen, aber auch hier kann ich das Gerät in Möbel einbauen. Kein Problem. Und wir haben hier wirklich einen richtig schönen großen Kühlraum. Und der Frostbereich, zusätzlich beleuchtet, richtig, ist auch interessant. Und was das Gerät kann, Carsten, bin ich jetzt wieder bei dir in der Profiküche. Wenn du doch mal mehr Kühlvolumen brauchst, kannst du diese Fächer auf Kühlniveau bringen. Also du kannst die erwärmen lassen und hast das komplett als Kühlschrank zur Verfügung. Ganz genau. Ja. Also wir backen zu Hause auch sehr viel, auch Kuchen und Torten. Und hier kann man natürlich optimal auch eine ganze Torte mit reinbekommen oder sogar zwei. Für große Familien ist das, ja, mir gefällt das als Koch, als Gastronom, macht das richtig Spaß. Man kriegt hier sogar die großen GN-Bleche rein in der Breite. Wenn man mal ein Catering hat und muss irgendwas zwischenlagern, geht das wunderbar. Ja, das weckt das Herz eines Kochs, so ein großer Kühlschrank, das macht Spaß. Ich sehe auch schon, das seht ihr jetzt nicht, aber ich sehe schon, wie das die Augen leuchten. Ist genial. Und also Thema Kühlvolumen ist ein Thema und halt mit geringerem Energieverbrauch steigt proportional das Verlangen nach mehr Volumen ist halt wirklich ein Thema. Während welche Highlights die anderen Hersteller uns bieten, müssen wir natürlich auch mal anschauen. Und da schlage ich vor, dass wir jetzt einfach mal den Hersteller wechseln. Das ist gut. Und wir gucken mal, wer uns auf dem Weg über den Weg läuft, ob Miele, AEG. Wir lassen uns überraschen. Bis gleich. Bis gleich.